Jetzt kommt die Rodin Coil dran. Hab echt Glück gehabt. Hier dieses Rad von einem Kinderwagen, das hat genau 36 Unterteilungen. Einwandfrei. Na gut, kann's losgehen. So schaut der Kreis dann aus, ne? Also in 36 Teile unterteilen. Könnt natürlich auch noch einen viel größeren nehmen und dann in 360 Teile unterteilen, ne? Wie ihr lustig seid. Ja, und dann wird nach Anleitung vorgegangen. Und zwar, wo ist unser Pin 1? Hier ist unser Pin 1. Okay, und dann gehen wir vom Pin 1 auf, ja, wer die Rodin-Anleitung lesen kann, der weiß, wo es hingeht, auf die 16, genau. Auf die 16 und dann auf die 31. So, da sind wir in 15er Schritten. Zurück auf die 10. Von der 10 auf die. Na, komm mal. Welcher Winkel passt da jetzt? Das ist 22. Ne, 25 muss sein, ne? Genau, auf die 25. 25. Auf 4. Ja, sieht gut aus, ne? Gut, ist da irgendwas schief. Was hab ich abgemacht? Ne, müsste eigentlich passen. 4 auf 19. 19 auf 34. 34. 13 auf 28. So, weiter noch zu 7 übrig, ne? Ja. Und, ach ne, 22 haben wir auch noch drin. Die 22 ist auch noch drin. So, und dann geht's zurück auf die 1. So. Müsste unsere erste Windung fertig sein, ne? Die deshalb ist gleichmäßig aus. Habe ich irgendwo was verpasst? Nö, ne? Schaut Judas halbwegs. Ich kann mal richten hier. So. So, und jetzt machen wir da halt so viele Windungen drauf, wie es geht, ne? Ah, das war schon mal nix. So, das ist keine normale Rodin Coil, ne? Das ist eine um 180 Grad verdrehte Rodin Coil, wenn man so sagen will. Ich glaube, im nach Walter Russell, ne? Irgendwie ist das auf seinem Mist gewachsen, wenn man das so irgendwie ausdrücken kann. Glaube ich zumindest, ne? Ihr könnt mich da gern korrigieren. Ja, na schauen wir mal. Und jetzt kommt noch eine Wicklung drüber. Hier ist ja dann noch eins frei, ne? Männlich, weiblich oder Plus und Minus oder Blau und Rot oder was ihr auch immer wollt. Und dann tun wir jetzt den göttlichen Draht, wenn man ihn so nennen will, dann noch drauf wickeln. Naja. Bis gleich. Und so sieht es dann komplett fertig aus. Ne? Also, so eine Mischung aus Rodin Coil um 180 Grad verdreht und Unification Coil. Ne? Keine Ahnung, ob das irgendeinen Sinn macht. Also, mit dieser Wicklung, die ich hier außen drauf gemacht habe, hier sind die Enden. Konnte ich bis jetzt nichts Weltbewegendes rausfinden. Ja, aber ja, die restlichen Sachen. Aber die sind ja eigentlich schon ziemlich bekannt, ne? Also wenn man so ja, diese Rodin Coil dann an eure Bedini-Ansteuerung ranhängt. Die ist mal nicht ganz so sauber wie sonst. Einfach so ein bisschen Larifari, aber scheint trotzdem gut zu funktionieren. Aha, jetzt schwingt sich nicht jedes Mal gleich an und klingt schön. Ja, wenn man es mit einem Magneten in die Nähe kommt. Ja. Bisschen zum Musik machen vielleicht, ne? Aber sonst, ja, ich konnte da nicht ganz so viel rausfinden. Natürlich kann man jetzt hier an den Bedini-Ausgang, ne, in alter Manier irgendwelche LED-Leuchtmittel hängen, aber ja, in meinen Augen
ist da nicht alles, es ist nicht so viel anders, wie wenn man eine normale Bifilar-gewickelte Spule nimmt. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, ob diese Geometrie hier wirklich so viel ausmacht. Ein was zumindest konnten wir, ne, ich sage ganz bewusst, wir doch rausfinden. Und zwar hat mich der Sky-Affe, ne, ich verlinke ihn mal unten mit, das eine Mal besucht. Und haben ein bisschen rumprobiert und er ist dann irgendwann mal auf den Gedanken gekommen, mal so ein bisschen an dieser Herzzahl irgendwie was zu ändern, ne, und wie man das am besten machen kann. Weil wenn wir es jetzt normal einschalten, ne, sind wir da bei 1773 kHz. Bei dieser Einstellung, weil ich natürlich am Potti rumdrehe, kann man die Kilohertzzahl auch noch ein bisschen einstellen. Ja, aber was er dann rausgefunden hat, das ist echt, ja, also. Mich hat es echt gefreut. Mal gucken, für was man das noch irgendwie gebrauchen kann. Ne? Und zwar haben wir da einfach so eine normale Aluschüssel, zweimal dieselben. Unten liegt eine so auf der Spule. Ja, und wenn wir jetzt mit dieser anderen hier oben drauf gehen, merkt ihr was? Stellen wir es mal ganz rauf. Ui, jetzt geht's ab. Jawohl, gleich mal verdoppelt. Der Ton ist auch ein ganz anderer. Ja. Naja. Aber so viel richtig Brauchbares ist erstmal vielleicht so noch nicht dabei, wer weiß. Na, mal gucken, für was man es gebraucht. Danke jedenfalls nochmal als Sky-Affe für den Tipp.